Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Musikfreunde, hier und heute zur 42. Ausgabe meiner Top 40 Wochencharts im Jahr 2024. Und das Jahr, ja, neigt sich schon langsam dem Ende entgegen. Wir sind schon mittendrin im Herbst. Ja, bald werden die Uhren mal wieder umgestellt. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal gucken wir zurück auf die Top 3 vom letzten Mal und dann gucken wir auf diese Woche, wie es aussieht mit den Top 40 Wochencharts. Auf Platz 3 letztes Mal hatten wir Musik von A Place to Be with Strangers mit You Got Me. Die 2 ging an International Music mit Guter Ort. Und die zweite Woche an der Spitzenposition haben verbracht Blink 182 mit No Fun. Mal gucken, ob eine dritte Woche dazukommt. Das wäre dann, glaube ich, ein neuer Rekord. Oder ob es ja, wieder eine neue Nummer 1 gibt. Das werden wir sehen und wir beginnen gleich mal mit einem Neuzugang ganz unten auf Platz 40. Das ist der erste von unseren neuen Songs in dieser Chartwoche. Schafft den Sprung gerade so rein hier in die Top 40 Liste. Wir machen weiter mit Platz 39 und das ist schon der Absteiger der Woche. Ganze 24 Plätze geht es runter für Calcul zusammen mit L'Aventure. Only Way to Catch Me. Letztes Mal war das ein Neuzugang, nämlich der zweithöchste auf Platz 15, dieses Mal runtergeflogen auf die 39. Ja, auf Platz 38 eine ehemalige Number One hier im Countdown am Start, nämlich The Jesus and Mary Chain mit Final Joy. Auch für den Song geht es doch um einige Plätze bergab von der 20 auf die 38. Auch Emily and the Sniffers gehen ein bisschen runter mit Chewing Gum um 10 Positionen. Und auf Platz 36 kommen wir schon zum nächsten Neuanstieg, nämlich zu Dance Sound von Metronomy zusammen mit Pori Petted Boy, Platz 36. Ja, wir machen weiter mit der ersten Neuvorstellung hier in dieser Woche im Countdown. Und da haben wir Musik von Lauren Mayberry, Something in the Air, das ist der erste neue Song. Hört sich an wie ein Popsong, der auch im Radio theoretisch laufen könnte, aber es ja mal wieder nicht tut. Das muss ich sowieso kritisieren, die ganzen Radiosender, wo immer nur das Gleiche spielen. Das ist einfach, ja, das kann man sich einfach nicht mehr anhören. Und deshalb, ja, schaut ihr hier auf jeden Fall bei mir vorbei, wenn euch das auch stört, weil hier gibt es nur Songs, die ja man nicht so kennt. Und natürlich auch den ein oder anderen bekannten Song, dazu kommen wir auch später nochmal. Phaser Days haben wir jetzt mit Cherry P. Von der 19 geht auch der Song einige Positionen runter, um 16 um genau zu sein. Und für Wazelight mit Empire Service geht es ein bisschen hoch, um 2 Plätze. Wir machen weiter mit Wee Hey Lang in dieser Woche. Bloom and Fade, auch der Song, schafft den Sprung rein in die Top 40 Liste auf Platz 33 dieses Mal. Die 32 geht an die Templars mit Day of Conquest. Und auch für den Song geht es deutlich, deutlich bergab um 21 Plätze von der 11 auf die 32. Also hat sich schon wieder einiges hier verschoben im Countdown, weil auch The All-American Rejects die Top 20 verlassen haben. Flagpole zittert diese Woche Platz 31 von der 16 runter. Wir machen weiter mit einem ganz speziellen Song mal wieder. Als Neuverschlag Nummer 2, da haben wir Musik von der Band We Are Wolves, Attention. Mal gucken, ob dieser sehr spezifische Song beim nächsten Mal im Countdown mit am Start ist. Wir sind gespannt und machen weiter mit Four Years Too Long, Maybe It's Me von 28, 2 Plätze runter. Und The Linda Lindas zusammen mit Vahid Aliakovic, Yumi Eski, so können sie nochmal verbessern, von der 37 auf die 29 hoch. Ja, wir machen weiter mit einer Dame, die dieses Jahr ihren Durchbruch hatte. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich sicher. Die läuft in einigen Radiostationen auf und ab, aber nicht mit diesem Song, sondern mit einem anderen, nämlich Chappell Roan mit Hot To Go. Ich finde, das ist der beste Song von Chappell Roan, den sie tatsächlich ausgebracht hat. Letztes Mal deshalb auch noch auf Platz 10 gewesen, dieses Mal geht es abwärts auf die 28. Wir kommen zu einer Band aus Düsseldorf, die in den 80er Jahren erfolgreich waren mit dem einen oder anderen Song und jetzt nach langer, langer Zeit ein neues Album veröffentlicht haben, nämlich Propaganda. Ja, die 80er-Fans unter euch werden sich an diese Bands auf jeden Fall zurückerinnern. Oder die älteren Leute unter euch, zusammen mit Thunder Bee, Tipping Points, Neuanstieg auf Platz 27. Und die 26, da haben wir Bishop Wicks mit Mona Lisa und Madres. Das war auch schon mal ein Nummer 1-Hit vor 4 Wochen. Genau, wir machen weiter mit den Glass Animals. Die sind auch wieder zurück. Show Pony ist auf jeden Fall ihr neuer Song. Und der ist auch ziemlich lang. Über 4 Minuten geht dieser Track hier. Und dürfte so der längste Song hier sein im Countdown.
Wir machen weiter mit einem Song, der ebenfalls runtergeht um 18 Plätze. Goat mit Goat Brain. Letztes Mal noch Platz 7. Diese Woche nur noch die 25. Und auch für Linkin Park, den Song kennt ihr auf jeden Fall. The Emptiness Machine ist einer der wenigen Songs, die bei mir in Countdown dabei sind und die auch im Radio öfter mal laufen. 7 Positionen runter. Und auch für Caribou mit Got to Change, das war unser höchster Neuanstieg beim letzten Mal auf Platz 9, geht es runter auf die 23. Also ihr seht schon, es hat sich hier ordentlich was verändert in den Charts, wie ein jede Woche. Die Pale Rays mit Glasgow können sich auch nochmal verbessern. Der 7. Chartwoche von der 34 hoch auf die 22. Platz 21, und da haben wir wieder so einen speziellen, spezifischen Song, der es tatsächlich aus dem Stande heraus auf die 21 geschafft hat, nämlich Data Animal, Dancing with the Devil, neuen Stieg auf Platz 21. Ja, gleich kommen wir zu den Top 20, aber jetzt machen wir gleich so speziell weiter. Und da gehen wir jetzt zu einer Rockband, die ihr auch noch nie, glaube ich, gehört habt. Auch ich habe diese Band noch nie gehört. Aber ich habe dann einen Song rausgekramt aus der Musikplattenkiste sozusagen aus 2024. Die Lamprini Girls, Company Culture. Das ist der nächste Song, der nächstes Mal dabei sein kann hier in unserem wunderschönen Countdown. Da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Jetzt zum bekannten Künstler, nämlich zu Hose hier. Nobody Soul, schon richtig genialer Song, hat man auch einen Ohrwurm davon. Aber irgendwie läuft dieser Song nicht im Radio, warum auch immer. Es gibt so viele tolle Songs, die in manchen Radiostationen wirklich laufen können. Und dann sagen manche Radiostationen, ich sage jetzt mal die Namen nicht, aber hier aus Bayern, die spielen alle aktuellen Songs. Das ist eine totale Lüge, da müssten sie diesen hier auch spielen. Nobody Soul von Hose, auf jeden Fall gut. Guter Song, ist auf jeden Fall gelungen. War hier in den Wochencharts auch schon mal auf Platz 3 vor 2 Wochen. Letztes Mal die 10. Und dieses Mal geht es bergauf auch für Don Diablo zusammen mit Sandro Cavazza, Young Again von der 26 auf die 19, 7 Plätze plus. Und auch Maudé Latour geht hoch wieder mit Curse Romantics um 3 Positionen. Die 17, da kommen wir jetzt zum Aufsteiger der Woche. Nee, nicht zum Aufsteiger der Woche. Zu einem der Aufsteiger-Songs der Woche, nämlich Bad Sounds mit Lovers. Letztes Mal neuen Stieg auf Platz 39, dieses Mal hochgeschossen auf Platz 17. Gibt aber einen Song, der noch weiter sich verbessern konnte. Franz Ferdinand mit Audacious geht wieder raus aus den Top 10 von der 8 auf die 16. Und wir machen weiter mit dem nächsten Song, der speziell ist. Diese Woche sehr viele spezielle Neuvorstellungen am Start. Ich bin gespannt, wie viele Songs dann beim nächsten Mal hier wirklich dann am Start sind von den Neuvorstellungen, nämlich Suburban mit Skinny Loser. Auch das, ein Song, den man nirgendwo sonst hier hört, außer hier bei mir, beim Daniel Sko in den Charts, da gibt es hier wirklich alles. Ja, auch auf jeden Fall Musik von Frauen und nämlich von einer Dame, die dieses Jahr auch zu meinen Favorite-Künstlern gehört, die ich neu entdeckt habe, nämlich Teller Ecken, Nervous System von der 5 auf die 15 runter. Und auf Platz 14 kommen wir zum zweithöchsten Anstieg in dieser Woche, nämlich zu Malt Liquor, Strangers. Von 0 auf 14 gleich mal neu eingestiegen. Platz 13, da kommen wir zum guten Ort von International Music. Letztes Mal die 2. Dieses Mal geht es leider wieder raus aus den Top 10 auf die 13. Platz 12 geht dann Nina Nesbitt. Mit Angel kann sie sich nach vorne kämpfen im Countdown 11 Plätze plus. Auf Platz 11 kommen wir zum höchsten Anstieg in dieser Woche und das ist Musik von Starset, Toxic. Der Song ist aus dem Stande aus auf Platz 11 eingestiegen. Das ist wirklich stark. Diese Woche kein Neuanstieg in den Top 10. Genau. Ist auf jeden Fall auch ein Song, der Richtung Top 10 gehen wird. Da bin ich mir sicher. Und wir machen jetzt mit Michelle weiter. Das ist eine Dame und ein Song, der sich so nach R&B und Soul Sound anhört aus den 80er, 90er Jahren. Akira heißt der Song von Michelle und mal gucken, ob der beim nächsten Mal auch hier dabei ist. Also ich habe schon gesagt, sehr spezielle Songs. Wir kommen jetzt aber zum Aufsteiger der Woche. 25 Plätze plus, unglaublich. Phantogramm mit Come Alive. Letztes Mal auf Platz 35 neu eingestiegen, dieses Mal Platz 10. Gewaltiger Sprung hier nach vorne für diesen Song. Und auch für die Chabernholz mit Chicago geht es doch einige Plätze nach oben. In der 6. Chartwoche wohlgemerkt. Von 22 auf die 9, dieser Song war auch schon mal auf Platz 1, nämlich vor 3 Wochen. Wir machen weiter mit Deadletter. By Gowns von der 13 geht hier wieder rein in die Top 10 auf Platz 8. Auf Platz 7 haben wir Twin Atlantic in dieser Woche mit Fall. Ja, der fällt auch einen Platz runter, aber das ist überhaupt nicht schlimm.
weiterhin Top 10, hält sich ungefähr da in der Region, wo er beim letzten Mal war. Ja, Ellie Berlin schafft es auch endlich rein hier mal in die Top 10. 3 Wochen hat es gedauert und jetzt ist sie dabei von der 14 hoch auf den 6. Platz. Die Top 5 haben wir noch und ja, die Nummer 1 der Vorwochen haben wir noch nicht gehört. Wir sind mal gespannt und kommen jetzt zu Gingerwood, auch eine Band, die ich dieses Jahr neu entdeckt habe. Also da habe ich ziemlich viele gute Künstler neu entdeckt, die ja auch mehrere Songs in diesem Jahr im Countdown hatten oder haben könnten. Mal gucken. Only You von Gingerwood hat auf jeden Fall, denke ich mal, ganz gute Karten, nächstes Mal dabei zu sein. Und wir haben eine neue Nummer 1. Das steht jetzt fest, weil die Rockband Blink-182, die auch schon in den 90er Jahren Riesenerfolge feiern konnten mit No Fun, gehen nach 2 Wochen an der Spitze runter auf Platz 5. Ja, Platz 4, da geht es einen Platz runter für A Place to Bury Strangers mit You Got Me von der 3 auf die 4. Somit haben wir alle Songs jetzt durch, die letzte Woche in den Top 3 waren. Ja, aber wir haben nur 3 Songs. Da haben wir jetzt auf Platz 3 einen Song, der auch deutlich, deutlich nach vorne geschossen ist, förmlich im Count. Dann letztes Mal neuen Chic auf Platz 24 gewesen. Dieses Mal 21 Plätze hoch auf Platz 3. Orla Gatland mit Little Chaos auf Platz 3 in dieser Woche. Die 2, auch da geht es um einige Plätze hoch. Auch das war ein neuer Stieg beim letzten Mal. Und auch der, ja, geht Richtung Chartspitze, aber es hat noch nicht ganz gereicht. Für die Circa Waves mit We Made It von der 18, 16 Position rauf auf die 2. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. Und da haben wir eine Band, die dieses Jahr schon mal mit einem Song ganz oben waren auf Platz 1. Auch einer meiner Favorite Bands, die ich dieses Jahr entdeckt habe, nämlich Homish Hawk. Ja, nach 5 Wochen hat es der Song mal geschafft, auf die 1 zu gehen. War schon auf Platz 2, letztes Mal die 4, dieses Mal Platz 1 für Man Like Wire von Homish Hawk. Der beste Song der letzten Woche. Mal gucken, ob der Song sich eine 2. Woche an der Spitze halten kann. Ich denke eher nicht, weil der Song schon 5 Wochen dabei ist. Aber mal gucken. Nichts ist unmöglich hier bei mir in den Charts. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ob die speziellen Neuvorstellungen, die wir diese Woche wieder haben, jetzt reinschaffen in den Countdown. Mal gucken, wir sind gespannt. Und somit bis zum nächsten Mal und ciao.